Dass du Imbiss-Tester bist und den Lütten Grill hast, das weiß auch jeder und das hat auch jeder schon gehört. Aber du hast einen ganz neuen Job, nämlich du bist Musikreporter. Und mit welcher Nummer? Das ist wirklich der Oberknaller. Ja, da muss man einmal vielleicht auch noch einmal eingreifen. Und nochmal ausholen. Ich mache halt seit 9 Jahren im Sat.1 Frühstücksfernsehen, bin ich sozusagen Gastronomietester. Ich reise um die ganze Welt, sag den Leuten, was sie essen sollen und was nicht. Das läuft so einmal die Woche im Fernsehen, mittlerweile auch auf 4 verschiedenen Sendern. Soll ich die alle sagen? Sat.1, Kabel 1, N24, Sat.1 Gold. Wir können jede Werbung machen, ist überhaupt kein Problem. Ich finde auch. Und bin also in dieser Nummer ziemlich festgelegt. Also ich habe immer was mit Essen zu tun gehabt, in den letzten 9 Jahren im Fernsehen. Komm ja allerdings eigentlich aus der Musik. Ich war ja auch früher A&R-Direktor einer Schallplattenfirma. Das heißt, ich habe über 200 Schallplatten produziert. Sogar in den englischen Charts habe ich mich einmal festgebissen und all solche Geschichten. Nur das ist halt nie so richtig rausgekommen. Außer wenn ich mit dem Chef von Sat.1 zusammensaß, haben wir immer über Musik gesprochen. Dann lief ein Interview auf Sat.1 mit Cat Stevens und da haben die eine Praktikantin hingeschickt. Die wusste zu Cat Stevens? Ja, ja. Oh Gott. Unfassbares Interview. Ich habe das gesehen und habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Die wusste nichts über Lady de Bunville oder wann der Hits gehabt hat. Die wusste so gar nichts. Sie hat den Fragen gestellt, da habe ich mir ins Knie gebissen und gesagt, die kann sich hinterher schießen oder aufhängen. Auf jeden Fall kam das auch nochmal zum Gespräch und so. Und dann kam ein Anruf von diesem Sat.1-Chef, der mich auch die letzten Jahre gefördert hat, der viel für mich gemacht hat im Sender, auch sich immer wieder gerade gemacht hat. Wenn viele gesagt haben, jetzt reicht's aber auch mal. Und, der macht das jetzt schon so viele Jahre, lass mal was Frisches machen. Hat der immer gesagt, nee, die Einschaltquoten sind super. Der hat mich auf jeden Fall angerufen und hat gesagt, Harry, möchtest du nicht mal was mit Musik machen? Alter, natürlich, du Nasenbär. Das ist ja mein großer Traum. Und dann war das erste Interview, was ich führen durfte, Jimmy Page von Led Zeppelin, der Gitarrist. Der Gott der Gitarristen sozusagen. Wahnsinn, ich glaube, hier geht ein Raun durch den Raum. Den hast du interviewt, einfach so. Nicht einfach so, haben wir noch 2 Minuten, dann erzählt ihr ganz kurz die Geschichte. Also ich glaube, jeder will sie hier jemand hören, die Jimmy Page-Geschichte und Harry Schulz. Eigentlich ein absoluter Albtraum. Also das Interview sollte in Berlin stattfinden. Ich bin dann da naiv, ich bin hingejettet in so einem Wahnsinnshotel in einer riesen Suite und Jimmy Page durfte nur 2 Sender interviewen. Einmal Arte und einmal Sat.1. Ich war halt der Kasper von Sat.1 und Arte war aber vor mir dran. Und jetzt hat die Plattenfirma uns so einen kleinen Zettel gegeben, da stand drauf, keine Fragen zu Robert Plant, dem Sänger von Led Zeppelin, die haben sich mal gerade wieder in den Haaren, und keine Fragen zu Stairway to Heaven, da läuft ein Prozess über 60 Millionen Euro, da will er auch nicht gerne drüber reden, oder Dollar. Ja, das sind eigentlich einfache Vorgaben. Jetzt komme ich in diese Hotelsuite rein, wunderschön, mit freistehender Badewanne, also sowas habe ich lange nicht gesehen. Und da sitzen die Jungs von Arte und ziehen alle eine Fresse, als wenn Jimmy Page gestorben wäre. Und das war auch mein erster Gedanke, der ist 70 Jahre alt. Ich komme rein, die sitzen alle mit Gesichtern ganz traurig und ich dachte so, Alter, ist er tot? Ich habe meine große Chance und jetzt stirbt er mir unter den Händen weg. Nein, es war anders. Die erste Frage von dem Arte-Moderator war, sag mal mit Robert Plant, ne? Nee, echt? Ich schwör's dir. Und Jimmy Page ist aufgestanden und ist rausgegangen. Und das haben die mir erzählt, haben dann schön zusammengepackt und sind gegangen. Und ich saß ganz allein in diesem Zimmer und dachte, wie geil, das wird ein super Interview. Wenn er dann wiederkommt, ne? Also er kam eine ganze Zeit lange nicht, dann ging mal die Tür auf, einer guckte und auf einmal kam meine Produzentin, Kameramann, Ausleuchter, als wurde alles eingeleuchtet, aber Jimmy Page kam nicht. Und wir hatten noch eine Anweisung gekriegt, dass wir nicht nach Autogrammen fragen dürfen. Nun war das für mich aber so, dass ich diese einmalige Chance, den sehe ich ja nur einmal im Leben, den sehe ich ja nie wieder. Also habe ich eine fantastische Schallplattensammlung, da müssen wir nochmal einzeln drüber reden. Auf jeden Fall habe ich geguckt, was ich von Led Zeppelin habe und habe so 5, 6 LPs mitgenommen. Also LPs sind diese schwarzen Dinger früher vor der CD. Ich habe die auch, hör mal. Du bist ein junges Ding, ich dachte, ich müsste dir das mal kurz erklären. Auf jeden Fall habe ich die mitgenommen, habe gesagt, ist mir alles scheißegal, der muss mir eine Unterschrift geben, ganz klar. Ich hatte auch nur die Vorgabe, 5 Minuten hatte ich Zeit für das Interview. Dann kam er endlich rein, zog auch so eine Fresse, setzte nicht neben mich und ich fing dann an, so die ersten 2, 3 Fragen zu stellen und merkte, das Ding wird nix. Ne? Der ist ja sowas von verkrampft und ich auch. Das geht total in die Hose. Und dann habe ich eine von meinen Schallplatten rausgenommen, ihm gezeigt und habe gesagt, kennst du die? Das sollte eigentlich gar nicht stattfinden, aber ich musste das irgendwie auflockern. Und dann guckt er sich die an und sagt, Mensch, da hieß ich ja noch gar nicht Jimmy Page, das ist ja aus den 60ern. Das sind so Studio-Sessions, er kannte das wohl noch und so. Ne? Und dann gibt er mir die zurück und dann habe ich gesagt, nee, die wollte ich dir schenken. Und da guckt er mich an und nimmt die und ist ganz glücklich. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt deine Chance. Nimm die zweite Platte raus und sag, und kennst du die? Und er guckt drauf, schmeißt die auf den Boden und sagt, das ist ein Bootleg, also eine Raubpressung. Und dann habe ich die aufgenommen und gesagt, Jimmy, du musst ganz ruhig werden. Das ist kein Bootleg. Du hast zu Jimmy Page gesagt, werd mal ganz ruhig. Ja, klar, ich habe ja eine große Klappe. Und habe ich ihm das erklärt. Es gab früher in Deutschland einen Mann, der hieß Reinhard Mohn. Der hat die Bertelsmann-Clubs gegründet. Und das war der einzige in Deutschland, der original Schallplatten rausbringen durfte mit einem anderen Cover.
Und dann habe ich gesagt, jetzt dreh die Scheiben um und sag mir, welche Led Zeppelin das ist. Dann hat die lange gesagt, das gibt's nicht, das ist die Led Zeppelin 2. Ja, habe ich gesagt, natürlich ist sie das. Dann dreht er das um und dann sehe ich, wie sie seine Augen feucht werden. Und dann sagt er, Harry, das ist ein ganz unglaubliches Bild. Da sieht man John Bonham, den Schlagzeuger, da sieht man das Gesicht. Normalerweise hat man die drei von Led Zeppelin immer gesehen, die Gitarristen und die Sänger, aber den Schlagzeuger, der saß hinter seiner Bude und den konntest du halt nie sehen. Und er war so gerührt, dann habe ich gesagt, die schenke ich dir auch. Du hast mir jetzt aber nicht deine ganze Plattensammlung geschenkt. Nee, aber die habe ich ihm auch noch geschenkt. Und da hat er mich in den Arm genommen. Und aus diesem 5-Minuten-Interview, ich kürze das mal ab, sind 45 Minuten geworden. Wir haben noch Selfies gemacht, da wollte er immer sehen, ob das auch was geworden ist. Dann hat er seinem Manager noch gesagt, hier, hol mal mein Buch und CDs von Harry und hol das mal alles rein. Sein Manager hat mich geküsst auf die Wange. Ich hätte ihm das Leben gerettet, hat er hinterher gesagt. Also das war ein tolles Interview. Und das Sahnehäubchen ist noch, dass der Chef von Sat.1 hinterher angerufen hat und gesagt hat, das war das Interview des Monats.